Herzlich willkommen im Amperteck Service Center. In diesem Video zeigen wir Ihnen bei einem Xerox Phaser 6510, wie Sie einen Papierstau beseitigen können. Öffnen Sie hierzu die hintere Klappe. Bitte beachten Sie, dass der Drucker heiß sein kann. Öffnen Sie vorsichtig die obere Klappe am grünen Hebel. Oft klemmen hier auch schon Teile des Papiers. Achten Sie bitte darauf, dass Sie die Papierreste behutsam in einem Stück und ohne Reißen herausbekommen. Auch unten im Gerät ist eine Klappe mit einem grünen Hebel. Prüfen Sie auch hier, ob sich eventuell Papier staut. Klappe zu und weiterdrucken. Das war's auch schon wieder. Bis bald!